sein. Ja, einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, wann immer Sie heute hier zuschauen. Ich freue mich, dass wir den ersten Business Network Quickie haben. Warum Business? Weil wir heute mal über etwas ganz Innovatives auf dem deutschsprachigen Markt sprechen werden. Ich bin ganz froh, dass ich einen der beiden Firmengründer heute hier vor die Kamera bekommen habe. Und erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir hatten, muss man schon ehrlich sein, ein Vorgespräch gehabt halt. Ich konnte mir sozusagen 2 Stunden mal einen Einblick verschaffen, ob ich überhaupt wagen kann, ein Quickie zu machen oder ob das überhaupt, sag ich mal, so in meinen Rahmen passt hat. Ich habe ja einen guten Ruf zu verlieren. Immer die Frage mit dem Quickie, ne? Genau, man weiß ja nie, wohin. Ja. Manche sagen, ich hätte keinen guten Ruf zu verlieren. Aber so ist dem nicht. Ja, am besten stellst du dich mal ganz kurz vor, wer du bist halt, woher du kommst halt, damit man so mal ein bisschen persönlich weiß, bevor man so ein bisschen ins Eingemachte gehen halt. Ja gut, hallo erstmal. Ja, ich bin der Thomas Englert, 47 Jahre jung. Ich bin ungefähr Willis Jahrgang. Er sieht natürlich deutlich besser aus wie ich noch. Komme aus Bayreuth, Oberfranken, Bayern. Seit 22 Jahren nunmehr im Vertrieb ungefähr tätig. Und ja, Quanto 24, unsere neue Idee. Dazu vielleicht später mehr, oder? Wie lange bist du denn? Unter 22 Jahre bist du jetzt im Vertrieb geschehen. Aber du kommst ja nicht sozusagen so aus dem Bereich, wo ich so mehr bin, Network Marketing, sondern du bist ja mehr klassischer Vertrieb gewesen in, wie heißt das, Finanzdienstleistungen. Ja, ja. Also, Herr Kaiser? Ja, so ähnlich. Nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm. Nee, wir sind klar auch mit meinem Geschäftspartner vor 20 Jahren im 3-Buchstaben-Vertrieb mal gestartet, aber... 3 Buchstaben, da gibt es ja viele. Die haben doch alle 3 Buchstaben, ja, die oder? Die meisten. Haben dann einen 4-Buchstaben-Vertrieb gegründet. Aha. Das ist schon einige Jahre her und waren dann mit eigenen Firmen am Markt. Bis wir dann 2005 so in das Thema Edelmetalle langsam uns verlagert haben. Edelmetalle bedeutet aber nicht Waffengeschäft oder sowas, ne? Nein, nein, nein. Aber da, wo es glänzt, Gold... Ja, und Silber liebe ich sehr. So ist es. Ah, das ist, sage ich mal, das Thema eigentlich, was gerade jetzt, wann war das? 2006 habt ihr angefangen? Ja, ja. Und jetzt ist ja eigentlich 6 Jahre später, 2005, das Thema ja mehr aktuell als je. Habt ihr damit gerechnet damals, dass ihr so entwickeln wird, dass Gold eigentlich so ein Thema jetzt heute ist? Ja, also damals ging das so langsam wieder an und mittlerweile ist es in allem und es gibt viele, die Gold machen und wir haben das damals eigentlich aus der Not heraus mehr oder weniger für Kunden gegründet. Es ging an mit Eimeranlagen ab 20.000 Euro. Die wollten es einfach nicht zu Hause liegen haben. Auf dem Papier ist es ja zu versteuern, also physisches Gold. Und da kam unsere Idee mit Einlagerungen in Deutschland, Versicherung, Treuhänder und so weiter. Und da auch viele Kunden noch aus der Zeit, die, denke ich mal, relativ zufrieden sind. Die haben ihr Geld für dreifach, doppelt, vierfach teilweise. Ihr Geld oder ihr Gold? Ihr Gold. Ihr Gold, nee, das Gold ist nicht mehr geworden, aber... Ah, das Gold ist mehr wert geworden. Ist mehr. Ah, okay. Willi hat es schon erkannt. Das ist der Wahnsinn. Ja, das soll ich immer sehen. Muss ja mal damit hinter. Ja, ist ja so, sag ich mal, gerade Network Marketing ist ja Thema ein Gold, weil es gibt ja Goldvertriebe, also die sich ja spezialisiert haben, auf Gold allgemein im Network Marketing zu vertreiben. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, ihr startet ja ein neues Baby. Ne? Genau, genau. Was eigentlich nur, ich sag mal, oberflächlich was mit Gold zu tun hat. Wir gehen ganz einfach in den Online-Bereich. Wir haben also ein neues Online-Business mit einer neuen Idee, eigentlich für alle Networker, für Direktvertriebler, für Leute, die sich von zu Hause aus ein Geschäft aufbauen möchten. Ja, was nach unserer Meinung nach noch eine gewisse Aufbauzeit auf Automatik oder auf Autopilot zu schalten ist, das ist eigentlich die Idee dahinter. Wir haben viele Prozesse, die wir automatisieren. Das heißt, den Verkaufsprozess zum Beispiel, der passiert bei uns virtuell. Das gibt es in Deutschland so in dieser Art und Weise noch gar nicht. Und wir starten natürlich mit verschiedenen Produkten. Zunächst mal im Kernmarkt Edelmetall. Da wird es also eine Weltneuheit geben, nämlich sogenannte Geschenkeboxen. Die sind thematisiert. Das heißt, wir haben uns gedacht, nur 1% der Deutschen beschäftigt sich mit Gold oder kauft regelmäßig. Aber die anderen 99 möchten natürlich alle auch Gold besitzen und Marketingmann hat uns auf die Idee gebracht, Mensch, wir verpacken das einfach mal anders. Gehen wir anders an das Thema Rahmen, also von dem Thema Geschenke zum Beispiel. Das heißt, man ist mal eingeladen zu einer Hochzeit, Geburtstag, Jubiläum, ein Kind wird geboren, bei dir ist ja auch, glaube ich, noch in dem Jahr soweit vielleicht. Und nicht bei dir. Ja, wissen wir alles, das sind tolle Anlässe, was sollst du schenken? Die 10. Themaschiene, den 19. Wellness-Gutschein, so auch das alles langweilig. Als Gast möchte ich ja auch ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen und so. Und in vielen Kulturen ist es ja üblich, Gold oder Geld zu schenken, weil gibt es ja nichts. Und wir haben jetzt noch eine
ansprechende, designte Verpackung außenrum, nämlich sogenannte Boxen. Die gibt es in Formaten S bis XL. Also ich kann von 150 Euro bis zu über 6.000 Euro ausgeben für den Inhalt. Das kann man alles online bestellen über den Online-Shop. Und das war die Grundidee. Und wir haben jetzt aber, das hat sich so weit entwickelt, dass wir ein ganzes Business außenrum gebaut haben. Nämlich mit Online-Marketing und allen möglichen Sachen, Verkaufsseiten, die automatisch verkaufen. Wir haben also einen virtuellen Verkäufer für alle Produkte. Und es werden auch noch mehrere Produktlinien kommen, die nichts mit Edelmetallen zu tun haben. Virtueller Verkäufer heißt, da ist jetzt ein Männchen am Reden oder die Seite ist der Verkäufer? Im Endeffekt ist die Seite der Verkäufer. Das heißt, das etwas andere an unserem Vertriebsmodell ist, wir haben uns gesagt, Mensch, viele außen haben nicht mehr die Zeit, jeden Tag Kundentermine zu machen oder haben Angst, vielleicht zu akquirieren, dann fällt es schwer, Termine auszumachen, Verkaufspräsentationen zu machen. Ich muss die Verkäufer ausbilden, schulen, desto mehr Produkte ich habe, desto fachlicher müssen die ausgebildet sein. Bei uns ist so, wir haben es so konstruiert, dass jeder Vertriebspartner für jedes Produkt, das es gibt, eine eigene Verkaufsseite hat. Also wie eine Landingpage, der Kunde wird nicht in den Shop geführt, sondern er kommt durch einen psychologisch einwandfrei aufgebauten Verkaufs- und Beratungsprozess und am Ende steht im Endeffekt der Abschluss. Psychologisch haben wir gerade gesehen, er lässt sich nicht mal durch den Hund ablenken, halt. Das ist schon mal eine gute Qualität, aber kein Quickie ist nicht echt ohne Köter, sage ich immer. Also eine ganze Menge hier. Alter. Ja, die sammeln werden. Immer wenn wir einen Hund auf der Straße sehen, nehmen wir den immer mit, sagen, komm her. Also Vorsicht. Ja, das ist schneller, wenn du zu gucken kannst. Ja, das heißt also, du hast ein System entwickelt, weil eigentlich sind ja 90% der Leute können nicht verkaufen, wollen nicht, können keine Termine machen, keine Abschlüsse. Das heißt, das System ist eigentlich auf die 90% gemünzt, die normalerweise für diese Art von Vertrieb nicht ansprechbar sind. So habe ich das mir da rausgehört. Nein, also es ist natürlich für die 10 gemünzt, die auch verkaufen können und die vertriebliches Know-how haben, wie wir auch. Aber wir wissen das aus 22 Jahren Erfahrung, dass nicht jeder diesen Prozess perfekt beherrscht oder eben die Fluktuation, die du bei den meisten Vertrieben hast, die kommen daher, dass die Leute keine Lust mehr haben, dann Termine zu machen oder zu den Bekannten zu gehen, irgendwelche Produkte zu präsentieren und so weiter. Und das nehmen wir ganz einfach weg, sodass auch jemand erfolgreich werden kann, der vielleicht mit dem Prozess Schwierigkeiten hat. Was muss er bei uns tun? Er muss einfach die Seite bewerben, den Prozess bewerben und Leute finden, die natürlich mitmachen, also auch andere Affiliate-Partner. Das heißt also sozusagen, so Art bin ich damit beschäftigt, offline Leute auf eine Webseite zu schicken. Also theoretisch bin ich ist das eine Webseite mit Außendienst? Ja, du hast es schon fast richtig. Ja, bist auf einem guten Weg. Ja, wir machen quasi auch Offline-Marketing für ein Online-Geschäft. Ja. Aber bei uns gibt es auch einen Premium-Einstieg für die, die es richtig ernst meinen. Da bieten wir also eine 26-wöchige Internet-Marketing-Ausbildung, was ihnen ermöglicht, dann am Ende dieses Kurses tatsächlich automatisch auch. Das hat man also im Vorgespräch ja nicht erwähnt. Was heißt 26 Wochen jeden Tag oder? Nein. Es gibt also Wochenlektionen, also wie eine virtuelle Akademie. Also er loggt sich einmal ein mit seinem Passwort aus der Backoffice mit seiner E-Mail-Adresse und bekommt dann jede Woche ein E-Mail, dass die neuen Lektionen quasi für die nächste Woche freigeschaltet sind. Das macht mein Geschäftspartner und Kollege, organisiert das alles in Zusammenarbeit mit Leuten, die sich in dem Bereich tatsächlich wirklich auskennen, also nicht so wie wir, das ist ja nicht unsere Generation, ne? Aber du bist ja da richtig fit, habe ich gesehen, aber jetzt hier auf mich bezogen. So, und das ist tatsächlich toll geworden, aber du brauchst auch diese Woche, weil du musst diese 5, 6 Videos teilweise musst du nacharbeiten, musst die Dinge umsetzen, um natürlich in einem halben Jahr tatsächlich so weit zu sein, dass du sagst, okay, ich kriege automatisch jede Woche, jeden Tag Kunden oder eben, wenn ich es eher auf die Seite Richtung Vertriebspartner auslege, eben Vertriebspartner. Kontakte. Zunächst mal. Das heißt also, ihr nutzt die neuen Medien mit dabei. Macht ihr dann auch Webinare darüber? Ja. Also live? Also nicht nur Aufzeichnung, sondern live? Also wir sind ja jetzt noch nicht gestartet. Wir starten am 15.03. Offiziell geht das System online. 15.03. Das heißt, das ist ja pre-launch. Das heißt, ihr seht jetzt Sachen, die es ja eigentlich noch gar nicht gibt. Ja, das ist wie hier Star Wars. Oder ja, genau. Oder so. Die Episode davor. Darth Vader und hier Yoda und so. Ja, Yoda war kleiner. Achso, das war der Wieso bin ich denn Darth Vader? Da bin ich am meisten da nicht. Ich hab's irgendwo gelesen. Was war jetzt an? Wir gehen am 15.03. online mit dem ganzen Geschäft. Muss ja noch ein bisschen backgetestet werden, die Software und. Wir haben viele, viele, viele Dinge, viele Gimmicks.
Und ja, kommt natürlich jetzt eine Registrierungsseite, wo man sich schon vorregistrieren kann. Kostet das was? Nee, in der Vorregistrierung nicht. Ah. Der Einstieg dann schon, da kauft also eine Lizenz, ein Premium-Paket oder ein Business-Paket. Aber fangen wir, was kostet? 2,99. Was ist das noch human? 299. Das ist das Business-Paket. Ist das Big Business-Paket? Ist sowas auch? So, Big Business gibt es auch nicht. Ist human. So, und Webinare, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, machen wir. Klar, wir machen jeden Freitag im Moment ein Live-Webinar. Wir werden jetzt dann, wenn der Start ist, starten, also zweimal die Woche zu machen. Und es wird auch ein Ausbildungswebinar noch geben, auch online. Es gibt auch ein 7-Schritte-Programm, sodass jeder vom Start weg, also auch ohne die 26 Wochen Ausbildung, sofort Umsätze machen kann, sofort Vertriebspartner gewinnen kann. Also 7 Schritte, die wir ihm natürlich auch virtuell per Video erklären, wie das Geschäft am schnellsten in die Gänge zu bringen ist. Unser Ziel ist tatsächlich, dass jeder, der einsteigt, auch sofort Geld verdient. Wie sieht der typische Quantor 24 Partner aus? Also was muss der für Voraussetzungen haben? Der Idealpartner steht gerade neben mir. Willi. Also halb alt. So, also 30 Jahre Network-Erfahrung, 100.000 Leute in der Kontaktliste. Nee, also ich sage mal, was ich bisher registriert habe, kommt natürlich aus unserem Umfeld, aus unseren Vertriebspartnern. Wir haben noch keine große Werbung gemacht, es sind jetzt ein paar hundert, die sich registriert haben in der Vorregistrierung. Aber ich sage mal, es muss jemand sein, der Spaß hat am Vertrieb, der Spaß hat, Kontakte zu machen, ob jetzt online oder auch offline, beides funktioniert. Und es kann sowohl die Hausfrau sein, die zu Hause sitzt und sagt, ich möchte nicht rausgehen, verkaufen, aber ich möchte trotzdem vertriebsmäßig was machen. Ich nehme das Internet und diese neuen Medien, um hier mir ein Geschäft aufzubauen. Aber natürlich genauso der, ja, ich sage jetzt mal, alte Hautdegen, so wie wir, der nach außen geht und jetzt mal ein ganz neues Geschäftsmodell anfangen möchte. Übrigens, wir sind nicht eifersüchtig, also nicht so wie bei anderen Networks. Wir haben hier keine Berührungsängste mit irgendwelchen anderen Firmen. Wie soll ich das verstehen? Ja, das heißt, dass es gibt ja heute einen Trend zum Zweit- oder Dritt-Network auch teilweise. Also Multi-Stream-Income. Ja, genau, genau. Wir haben also viele Leute aus der Finanzdienstleistung. Kann das aus dem Bild rauskommt, ein bisschen noch, kommt ruhig näher. Das ist besser. Ja, aus der Finanzdienstleistung, die natürlich nicht sofort ihr Business aufgeben, um sich hier in die virtuelle Welt zu stürzen, sondern die natürlich weiterhin ihre Geschäfte machen, aber die sich ein zweites Standbein aufbauen möchten. Und vielleicht sogar müssen? Oder müssen, ja. Viele müssen ja. Also ich sag mal, bei euch in der Finanzdienstleistung geht es ja noch viel härter zu als bei euch im Network. Oder Stornohaftung, Stornoverlängerung, irgendwelche komischen Gesetze, die rauskommen, damit man Prüfungen ablehnen muss, IHK, damit das Leben schwer wird. Beraterhaftungen und ja, so ein Krempel gibt es doch alles. Das ist doch harte Bandage, ja, oder? Gut. Wir arbeiten ja seit 6 Jahren nicht mehr im Versicherungsbereich, weil wir frühzeitig erkannt haben, die Verantwortung, die Bürokratie und natürlich auch die Haftung legen die Gesellschaft ganz geschickt auf die Berater um, sodass die Arbeit haben, das Risiko tragen und weniger verdienen. Und das haben wir, glaube ich, frühzeitig erkannt, dass das nicht ganz fair ist. Oh, schätzt du, gibt es denn was Vergleichbares, also ihr habt ja bestimmt Marketing, ist was Vergleichbares wie das, was er jetzt macht, oder ist das so, ne? Also ich habe jetzt so nichts im Kopf gehabt, halt. Das scheint so eine Kombination aus mehreren Sachen zu sein, das bleibt ja nicht nur beim Gold, sondern wird dann so also, sehr offen. Ja, im Mittelpunkt steht also der Online-Shop Quantum24, wo es zunächst mal Edelmetallprodukte gibt. Die nächste Produktlinie kommt in 3 Monaten spätestens. Das sind ganz andere Produkte, also Lifestyle-Produkte. Wir haben verschiedene Themen, die wir launchen werden. Zielplanung ist es, alle 3 Monate in eine andere Produktkategorie zu bringen, um natürlich auch viele Kunden anzusprechen und den Kunden, der heute vielleicht ein Goldgeschenk kauft oder sich einen Goldsparplan einrichtet, der kauft wahrscheinlich auch Nahrungsergänzung, Kosmetik, Schmuck, andere Dinge, die eben hochwertig sind. Also das heißt, das kriege ich alles dann über Quantum24, also Nahrungsergänzung, Gold, alles, was kreucht und fleucht? Eine Art Amazon? Die Produkte, die es bei uns gibt, sind exklusiv. Das heißt, Die sind für uns gebrandet, für uns hergestellt. Die müssen auch gewisse Kriterien erfüllen. Alleinstellungsmerkmal. Es bringt also Premium-Produkte sozusagen. Genau. Eigen gelabelt oder gebrandet? Ja. Und dadurch ist es natürlich schon begrenzt. Es werden keine Tausende von Produkten sein, aber vielleicht in 2-3 Jahren werden es mal ein paar hundert sein. Das ist klar.
Und das Vergütungssystem habt ihr dann dahinter geschaltet? Das heißt, was nehmen wir mal so Business-Quickie, wenn ich damit Geschäft mache, was habt ihr, eine Binäre, eine Differenz, ein Unilevel, ein Pre-KW, wie ist das Vergütungssystem dahinter? Ja, möchte ja auch Geld verdienen. Also wir haben eine Kombination aus Affiliate, Multilevel, Network, Online-Shop-System, so könnte man es ausdrücken. Wir haben einen Multilevel-Plan dahinter gelegt, also hinter dieses Affiliate-Programm, über 11 Stufen. Das heißt, ein reines Differenzverdienstmodell, also über Differenzen, und wir haben das relativ einfach gehalten, weil es gibt schon sehr viele komplizierte Vergütungspläne am Markt. Wir haben gedacht, wir machen einen ganz einfachen, was jeder versteht, jeder nachvollziehen kann. Es gibt nur ein Kriterium, das ist der Umsatz oder die Punkte, um die nächste Provisionsstufe zu erreichen, und immer die Differenz auf die anderen Stufen wird logischerweise ausgeschüttet. Wie geht ihr mit dem Trend um? Habt ihr irgendwelche Qualifikationen und Eigenumsätze, wo ich jede Woche einen Goldbarren kaufen oder sowas? Nee, es gibt hier überhaupt keine Umsatzvorgaben, um sich zu qualifizieren für Provisionen. Das heißt, ich brauche keinen Eigenverbrauch, ich muss kein Abo bestellen oder ähnliche Sachen. Das fällt bei uns alles weg. Also auch dem neuen Trend anschließen, halt Qualifikationen gering halten oder gar keine machen in dem Fall. Ja, relativ gering halten. Ist auch von der Karriere her so geregelt, einmal eine Stufe erreicht. Also man lässt 100% stehen? Ja. Ah, okay, gut. Weil normalerweise geht das immer jeden Monat so, so eine Rennliste drauf. Bei uns historische Umsatzpunkte, kann man sich auch so vorstellen, immer eine Verdreifachung ergibt ungefähr die nächste Stufe. Und einmal erreicht. Zählt die ganze Gruppe dazu oder nur ein Teil? Ganze Gruppe. Ah, okay. Also mit einem könnte ich nach oben durchgehen? Ja, du kannst mit einem machen, du kannst es alleine machen, ohne Vertriebspartner, und du kannst natürlich auch mit 100, 200, 300, 400. Ja, denn klar, wer merkt, dass man natürlich aus der Gruppe auch Einkommen generieren kann, der wird immer wieder neue Leute in die Gruppe bringen, und desto höher meine Position, desto höher die Differenz auf ganz neue Leute, und so bekomme ich natürlich ein schönes Mischeinkommen. Das heißt, das eine ist sozusagen jetzt das Shop-System, was erweitert wird mit dabei, aber ich meine, ich habe noch was, mich erinnert, es war auch, ich kann auch Geld trotzdem noch anlegen, klassisch. Das heißt, so ein Sparplan ist noch dabei. Oder wie nennt sich das? Wir haben online Goldkaufkonto und Silberkaufkonto. Kann jeder ab 20 Euro. Klar, muss ja ein bisschen was machen. Ne? Wer weiß, wo der Euro hingeht. Griechenland-Krise, Weltwirtschaftskrise und. Dann geht er dahin. Hier ist es, ich habe ein virtuelles Konto, kann ich auch jederzeit auflösen, verkaufen, bin verfügbar, kann sehen, wie viel Gold oder Silber habe ich gekauft. Ab 20 Euro monatlich kann ich das einrichten, einfach auch über den Shop. Kann es auch jederzeit verkaufen, veräußern oder Zuzahlungen machen, in egal welche Höhe. Das heißt, also ist ja keiner so fester Betrag, sondern ich kann da drauflegen, was ich will, oder muss ich nur 20, 50? Ja, ich muss mich natürlich monatlich für einen Betrag entscheiden. Aber das ist unsere Erfahrung aus den letzten paar Jahren. Es rufen dauernd Leute an, die sagen, Mensch, jetzt habe ich 500, jetzt habe ich 1000 Euro übrig, kann ich die denn zusätzlich einsagen oder mal 5000, je nachdem. Wenn er natürlich merkt, dass das sich gut entwickelt oder besser wie seine anderen Sachen, dann würde er es öfters machen. Und das kann er hier tun, das ist auch. Das ist, ist also eine Kombination. Das heißt, ihr habt sozusagen diesen alten Aspekt, dass man, darüber gibt man dann wahrscheinlich ein passives Einkommen dann, oder? Genau. Ja, hier haben wir für den Kunden einen sehr, sehr günstigen Kaufplan. Ich denke mal, das müsste der günstigste am Markt sein. Wir haben also keine Provisionen reingerechnet, wie man es so frontloaded normal, also dass er erstmal eine Einlage machen muss oder dass er die ersten zwei Jahre zum größten Teil Provisionen abzahlt. Das gibt es hier nicht, sondern die Provision, die wir ausschütten, terminiert sich über den Spread, das heißt, der Kunde kauft ja... Spread oder Spread? Das Spread, das ist ein englisches Wort, was heißt das in Deutsch? Genau, Differenz. Ah, okay. Die Differenz, okay. Womit muss ich auch lernen. Also unsere Differenz von, was hier Gold, der Kunde kauft mit seinen 50, 100, 150 Euro ja auf Basis eines 1 Gramm, 2 Gramm, 0,5 Gramm waren es ein, wir kaufen natürlich größere Mengen, um die Differenz davon geht an Provision raus, sodass der Kunde quasi den normalen Preis erhält und der Mitarbeiter trotzdem sich natürlich ein kontinuierliches, monatliches Einkommen aufbauen kann. Wo liegt denn mein Gold denn eigentlich dann? Das ist eine gute Frage. Das liegt in Deutschland. Deutschland? Nicht in der Schweiz, wo man normalerweise mal das Gold der Deutschen vermutet? Ja, nein, das wird... Die Schweiz hat nicht mehr so diesen Vorteil, wie es früher mal war. Heißt immer das Thema mit Gold und Mehrwertsteuer. Ist da auf dieser Mehrwertsteuer oder ist das so ein Zolllager drin oder wie funktioniert das? Nee, Gold ist bei uns noch in Deutschland steuerfrei, also auch mehrwertsteuerfrei. Voraussetzungen sind natürlich Barren oder Münzen, die natürlich als Bankengold, das 999,9 Tausendstel meines Gold, Good Delivery, gelten.
Sammlermünzen sind mit Mehrwertsteuer belegt, aber sowas haben wir nicht. Sammlermünzen sind dann American Future? Nein, das ist richtiges Gold. Sammlermünzen sind sowas, wie es beim Lidl kriegst oder, oder in der Münz. Achso, so die Dinge, okay. Aber mehr einen individuellen Wert haben wir den Goldwert. Da haben wir meistens weniger Goldgehalt. Mehrwertsteuer gibt es bei Silber. Ah, okay. Das Warum das? Da und nicht bei Gold? Das ist eine gute Frage. Das heißt? Die habe ich nicht eingeführt. Das ist so. Aber es gibt ja auch viele, die, sage ich mal, jetzt so mit Gold, aber auch so, darauf plädieren, also wenn wir jetzt über die globale Rezession reden, dass man auch Silber haben soll. Wie ja, trenne ich den Trend dahin? Ja, Silber ist so der kleine Bruder von Gold. Das Silber ist meist ein bisschen volatiler, das heißt, es schwankt mehr rauf und runter. Also ist ein bisschen ja, auch wirtschaftsabhängiger wie Gold, auch dynamischer, aber natürlich meiner Meinung nach genau dasselbe Potenzial wie bei Gold ist relativ riesig. Das heißt, wir werden hier andere Preise sehen in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, von denen wir jetzt noch nicht mehr träumen können. Wenn du so 3, 4 Jahre, wo siehst du das, wo entwickelt sich das Unternehmen oder Quantor 24 dann hin, wo siehst du denn sozusagen, wir gehen ja hier mit jemandem, der das Unternehmen mitgegründet hat, wo siehst du dein Unternehmen in 3, 4 Jahren, wie siehst du die, sag ich mal, 3, 4 Jahresversion aus, wo geht es dahin, die Reise? Also diese Reise in 3, 4 Jahren wird auf jeden Fall auch ins europäische Ausland gehen, das heißt wir starten momentan in Deutschland und Österreich, werden dann ab 2013 anfangen zu expandieren und aufgrund der hohen, natürlich der vielen Anzahl von Zeiten und Technik und was wir zur Verfügung stellen, wird es hier... Einen Blick, tu es doch den. Bismo! So kommst du jetzt mal her. So, und hopp. So. Das ist live. Den auch noch hier? Komm. Muss sein. Raus. Wenn er hier für Geld bezahlen würde, dürfte er sagen, Köter raus, aber da das ja sozusagen ein Fanprojekt ist, musst du damit leben. Tierfreund. Bisher hat mich noch keine gebissen. Also die beißen sehr selten. Also wir haben letztens haben wir noch einen Rottweiler zerfleischt, aber du kannst eigentlich nur, wenn du drüber stolperst, unglücklich dir ruhig das anziehen. Bin ich beruhigt. So, wir waren in der 3-Jahres-Version waren wir gewesen. Okay, das ist immer auf jeden Fall, das ist immer die europäische Expansion und in 3 Jahren werden wir mit Sicherheit ein Produktportfolio haben von 5, 6, 7, 8 Kategorien, verschiedenste Produkte und ja, ich hoffe mal, dass das sich in Deutschland genauso durchsetzt, wie wir das geplant haben. Wenn du jetzt, sag ich mal, in Deutschland, da kommt ja Sprachen auf dich zu, das heißt... Ja, ja. Englisch, klar, ist ja so eine Art Weltsprache, Spanisch, ja. Italienisch, alles so mit dabei. Wo denkst du, wie wollt ihr das managen? Ist das jetzt schon einkalkuliert bei der Software? Weil die Software ist ja so ein Kernprodukt halt. Ja, also die Software, die Backoffice ist bereits jetzt schon in, ich glaube, 14 Sprachen oder so. Mhm. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem sind die ganzen Verkaufsseiten und Landingpages. Jeder Partner hat 3 Landingpages, hat für jedes Produkt eine Verkaufsseite. Und da ist eine Menge Text, Video, Sprache drin und das musst du natürlich alles übersetzen. Das ist alles machbar, aber das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Das heißt, das würde nicht möglich sein, jetzt zum Beispiel 10 Länder auf einmal zu eröffnen. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, sondern wir haben peu à peu 2013 starten mit den ersten beiden und dann ein halbes Jahr später die nächsten. Also gesund organisch wachsen. Liefern können wir übrigens bereits jetzt in ganz Europa, aber das ist kein Thema. Das ist gegeben, kann auch jeder bestellen, egal aus welchem Land. Aber eben, man möchte ja den Vertriebspartner dort zu uns bringen. Hättest du das gedacht gehabt, wie du, sag ich mal, angefangen hast, darüber zu überlegen, wie bist du auf die Idee gekommen eigentlich? Das heißt, das steht nicht auf und sagt, ich mach das jetzt, sondern da sind ja so Marktbeobachtungen, Ideen, Trendanalysen, wie macht man sowas? Und was war der ausschlaggebende Grund gewesen? Also die Kernidee von mir und meinem Vertriebspartner oder Geschäftspartner Herrn Pöche ist schon seit Längerem ein Geschäft zu machen, das jeder von zu Hause aus betreiben kann. Das natürlich wir auch von zu Hause aus irgendwann mal kontrollieren können. Also was sehr, sehr internetbasiert ist. Also theoretisch, wo du auf der Welt sein kannst mit deinem Laptop und dein Geschäft tippen kannst. Richtig, richtig. So, klar, das war mal irgendwann die Grundidee. War 3 Jahren sehr schwer erkrankt, hat also einen Gehirntumor gehabt, wäre dann fast ausgefallen, also ein Totalausfall, hat sich aber sehr gut wieder erholt, das heißt wieder fit und wir haben quasi unser Geschäftsmodell neu gestartet und
Seine Vision ist, mit sich helfen, zu Hause zu arbeiten. Und wir haben gesagt, wenn es uns so geht, wenn wir also als wichtiges Gut die Zeit erkannt haben, dann Zeit ist ja viel wichtiger als Geld heutzutage. Oder wenn du schon gut verdient hast, und so, dann merkst du irgendwann, ist Zeit viel mehr wert wie Geld. Und natürlich Zeit mit der Familie, Zeit zu Hause zu verbringen, ist natürlich das größte Gut oder der größte Luxus, den man sich leisten kann. Das heißt, wenn du Geschäfte machen kannst, oder wenn du ein Einkommen hast, aber trotzdem zu Hause bist oder eben mit deinen Freunden, Bekannten, Familie, wie auch immer, in Urlaub, wie auch immer. Zeit ist ein ganz wichtiges Gut. Und das geht nur mit einem Homebusiness und das geht nur, wenn du möglichst die zeitaufwendigen Prozesse wie den Verkaufsprozess und. Hast du auch einen Hund? Hund? Nee. Hast du einen Hund? Hast du einen Hund? Wenn ihr jetzt einen Hund hört, der ist kein Hund. Hast du Hunde? Also, ist das ein Hund? Hältst du jetzt die Klappe? So, jetzt kommt Lassies raus. Ja, auf jeden Fall, so haben wir dann immer drüber nachgedacht, was ist das richtige Modell für uns, und dann kam eins zum anderen. Ja. Das ist aber interessant, sage ich mal. Das heißt also, du gehst von Deutschland aus in die Welt, mit einem europäischen Modell. Was müsste ich denn jetzt tun? Also wenn ich jetzt sage, du bist ja im Pre-Launch, ich kann mich schon registrieren, das heißt, ich könnte mich einschreiben, wo finde ich euch jetzt? Ja, entweder im Internet, in Facebook, ja. Es gibt eine Seite start.quantor24.de oder team.quantor24.de, da ist eine kurze Präsentation, Geschäft vorgestellt, dann gibt es eine Einladung zu den Webinaren, also wir machen ja Live-Webinare, und logischerweise dann ab dem 15.03. gehen natürlich auch die Hauptseiten online und der Shop. Ihr habt ja schon Vertriebspartner, einer, sag ich mal, saß ja bei dir im Auto mit drin. Genau, halt, der Dirk. Dirk! Ja? Also der Dirk hat auf jeden Fall die Runde nicht gut gehalten. Das war eigentlich die Aufgabe, die er heute gehabt hat. Komm ruhig in die Mitte. Gerne. Der Dirk ist nämlich der beste Mann hier aus Bremen auf jeden Fall. Dankeschön. Genau, hier in Bremen ist er der Beste. Wir sind gerade in Bremen heute, oder? Keine Ahnung, scheißegal, wo wir sind. Wir sind im Internet jetzt gerade hier unterwegs. Und sag mal, Dirk. Also Dirk Kavul. Schon ein bisschen älter auch, ne? Wie alt bist du? 35? Ich habe jetzt seit Januar auch die 4 davor. Echt? 40 geworden, jawohl. Du bist jetzt hier zusammen, auch wir mit Quantum 4 und zwar Quantor. Wer hat denn hier Quantum gesagt? Wie kommst du denn, sag ich mal, auf die Idee? Was war der Ausschlag gewesen? Geschäft, Mensch, Persönlichkeit, warum bist du hier? Du bist ja auch Network-Erfahrer. Ich bin Network-Erfahrer, mehrere Jahre. Ich habe ihn gezwungen. Was gezwungen? Was hat er gegen diese Bilder? Sind die Bilder wieder aufgetaucht? Warum ich das jetzt ja nicht verraten? Nein, den Thomas, wir kennen uns jetzt ein gutes Jahr, stehen auch im regelmäßigen Kontakt, im guten Kontakt. Und vor gut 2 Monaten hat Thomas mir die Idee, die Vision Quantor 24 vorgestellt. Das Bauchgefühl, das war sofort da, so wie Thomas mir es präsentiert hat, die Vision, da gab es für mich gar kein Überlegen mehr, zu sagen, jawohl, da bin ich dabei. Und gerade jetzt am Anfang, in der Pre-Launch-Phase schon mitwirken. Ich habe den Dirk einfach mal angerufen, das empfehle ich übrigens allen da außen. Einfach mal an. Also wirst du die 10%, die mit dem Telefon. Ja. Bei mir geht's noch. Ja. Das heißt also, was ist denn, sag ich mal, jetzt für dich? Jetzt ist ja ein ganz relativ junges Geschäft. Das, sag ich mal, der Chef sagt, das ist alles toll, ist gut, das sind wir ja gewöhnt halt, ne? Deswegen ist ja klar. Deswegen. Aber du bist jetzt sozusagen ein Freiwilliger, der jetzt sich freiwillig entschieden hat, bis auf die Bilder, die wir eben gesehen haben. Zu 100% freiwillig. Was war denn so ein Ausschlagskriterium? Ist bei dir Personality, also Auswahl der Menschen, sehr wichtig, wo du sagst, man kann denen vertrauen, oder ist das nur das Geschäft bei dir? Nein. Also die Sympathie, die steht ganz, ganz vorne, das ist ganz wichtig. Und Thomas und ich, wie gesagt, wir kennen uns ja schon ein ganzes Jahr und ja, regelmäßig. Wir waren schon gut in Bremen unterwegs. Und wir haben uns auch schätzen gelernt. Und was wichtig war, als Thomas mir das erklärt hat, die Faktoren. Wichtig ist für mich, hier entsteht ein Vertrieb, ein langfristiger Vertrieb, was auch mal wieder auf den Endkunden ausgerichtet ist, was für mich sehr wichtig ist und nicht Vertrieb lebt von Vertrieblern, sondern ganz klassisch wieder back to the roots, Endkunde. Und was wichtig ist, die Betreuung, die Ausbildung der neuen Vertriebspartner. Der Thomas hat das ja schon erwähnt, ich habe es von hinten gehört. Also sprich die, ich sage jetzt mal, das Fernstudium, die 26-wöchige Ausbildung zum Internetprofi, Internetmarketingprofi, wie ich das Internet nutze für mich. Und das sind so wichtige Punkte.
Das ist aber kein Muss. Das ist eine freiwillige Option. Lernt man auch, wie man das Internet löscht? Es geht auch ohne. Ja, aber das sind ja wichtige Punkte. Die Betreuung der Mitarbeiter, dass die wissen, ich lerne hier auch was. Ich bin hier nicht nur dafür da, von Anfang an Umsatz machen zu müssen, dass ich daran gemessen werde, sondern ich lerne was, ich lerne, wie es geht. Wie gehe ich mit dem Internet überhaupt um? Also würdest du sagen, dass der Mensch bei euch wichtig ist? Sehr wichtig, sehr wichtig. Das ist mit das Wichtigste. Okay. Wir sagen mal so in der Vertriebssprache, warum sollte ein Vertriebler bei euch anfangen? Ah, natürlich, weil hier ein Wahnsinn... Jetzt beginnt Sponsorduell Episode 1. Mal gucken, wie viele Episoden wir durchspielen. Die macht mich jetzt. Genau. Nein, ganz einfach, weil Quantor24, hier entsteht was, was ehrlich gemeint ist, was langfristig gedacht ist, mit einer Firma, die schon jahrelang erfolgreich auf dem Markt ist, die jetzt das neue Medium Internet nutzt, mit dem Kerngeschäft Gold, wo ich auch sagen muss, der Thomas, der hat das schon angesprochen, ich hätte es gerne noch ausführlich, aber dann sind wir wieder... Aber es ist einfach ein faires Produkt, was da jetzt kreiert wurde, dieser Sparplan, den ich ja schon mit 20 Euro monatlich besparen kann. Auch die Idee, Gold zu verschenken in individuellen Geschenken. Also, ihr könnt mir schicken, die Dinger. alleine dieses, wenn ich auf eine Hochzeit gehe und ich komme mit einem Geschenkkarton, wo Gold drin ist, dieses Gefühl, ich habe nicht das siebte, achte Bestecksystem oder die siebte, achte Kaffeemaschine, nein, ich komme mit Gold. Alleine dieser Aha-Effekt, das ist Wahnsinn. Und was hier halt noch entsteht, jede 3-4 Monate kommt ein neues Produktsegment. Dadurch spreche ich ja immer wieder A, neue Kunden an, B, natürlich andere Vertriebler. Ich denke natürlich auch für den Vertriebler. Also Vertriebler, da haben wir es wieder hier. Jetzt bin ich wieder dabei. Nein, der Chef sagt nein. Okay, ich bin wieder mit. Aber er ist auf jeden Fall begeistert. Das bleibt schon. Ist ja schon mal, scheint ja zu funktionieren. Begeisterung ist ein ganz wichtiger Triebfeder, gerade im Vertrieb hat. Also das ist ja schon mal vorhanden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wann warst du das letzte Mal so begeistert? Wahrscheinlich vor einem Jahr, oder? Ja. Ne? Ja, bitte. Da warst du, glaube ich, auch noch. Ja. Ach, stimmt. Ja, genau. Ja, da habe ich auch mal ein Video. Klick lag am Winterbus. Ja, genau. Im Bus, stimmt. Genau. Wir waren schon mal zusammen im Bus. Ja, wir waren schon mal zusammen im Bus. Ja, stimmt, genau. Bei der Eröffnung von dem Ringsbus da. Ja, genau. Stimmt. Jetzt wird es mir eigentlich ein Schub aus der Hand. Ist das alles so richtig, was er sagt, der Dirk? Du, ja, ich denke, der ist... Aber dann ist das ja eigentlich auch wieder Beziehungsnetwork-Marketing. Man lernt sich kennen, ja, über klar, irgendetwas hat, macht was zusammen hat. Das war ja dann auch eine Art Direktkontakt, ne? Ja. Genau. Ja, klar, diese alten Tugenden darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber du kannst natürlich das auch mischen, das Internet und natürlich... Wir machen momentan Coaching-Tage mit Vertriebspartnern, wo wir direkt Kontakte machen. Das geht genauso. Nur ich promote ja ein Internet-Business. Aber klar, wo ich jetzt meine Vertriebspartner herfinde, ob ich die zum Internet kriege, das geht natürlich auch genauso. Aber die kann ich natürlich auch auf der Straße oder am Telefon akquirieren. Alle klassischen Wege bleiben erhalten. Nur wir haben ein paar Dinge vereinfacht. Jetzt fällt es mir ein, das war da, wo ich den Krieg gesagt habe, na, weiß der Sponsor, dass du hier bist? Genau. Genau. Oh, da bist du sogar ein Wiederholungstäter hier bei mir. Ja, super. Ja, wir haben eine Tradition bei uns, weil sonst quatschen wir hier noch 10 Stunden weiter. Ich kenne das halt. Das heißt, so die letzte Minute ist, sage ich mal, so für euch. Jetzt haben wir deinen Chef wieder aus der... Komm mal, ein bisschen rüber hier. Man kann da immer so theoretisch gegenkommen. Bin auch da. So, die letzte Minute ist noch für euch. Sag ich mal, das heißt, 30 Sekunden für dich und eine Minute für deinen Chef. Das heißt, du hast jetzt 30 Sekunden Zeit der Welt zu sagen, was immer du willst. Du kannst auch deine Oma grüßen, egal was du willst halt. Ne? An sich, ich möchte jetzt natürlich wieder stundenlang erzählen über Quantor24. Aber ich freue mich auf den 15. März, wenn wir es sein können, wenn es richtig online gestartet ist. Und ich freue mich auf die vielen, vielen neuen Kontakte, die wir gemeinsam erfolgreich machen. Super, und dann die letzte Minute natürlich immer das Finale. Gehört jetzt deinem Chef. Ne? Geh mal hier raus, dann lieber dann. Genau. Sag schön mal wieder so. Tschüss. Danke. Ja, zunächst mal danke an Dirk, danke an Willi. Toll, dass wir heute hier sein durften. Es ist immer wieder ein Spaß, mit solchen Leuten zusammen zu sein, zu arbeiten.
bringt einfach gute Laune. Vertrieb macht auch gute Laune und ihr hier außen, egal was ihr macht, egal bei welcher Firma ihr seid, macht das Beste draus. Ihr müsst Spaß dabei haben. Dann fällt es natürlich auch viel, viel leichter, wenn man Spaß hat. Und in den meisten Firmen kann man Spaß haben. Ich bin so ein alter Fan. Ich nutze auch viel Network-Produkte. Wir nutzen TalkFusion im Vertrieb als Videoprodukt. Wir nehmen teilweise Nahrungsergänzung von Vertrieben. Und da gibt es tolle Firmen da außen. Keine Berührungsängste. Das muss man einhaken. Also du machst so einen Direktvertrieb, Network-Unternehmen, hast keine Angst vor anderen Vertrieben? Das ist normalerweise immer dieses Buh-Thema. Nö, das haben wir uns abgewöhnt. Denn im Endeffekt bleiben die Leute dort und machen das, wo sie sich wohlfühlen, wo sie Spaß haben, wo sie Geld verdienen, wo sie gut umsetzen können. Könnt ihr mal auf unsere Seite schauen, könnt euch das mal anschauen, wenn ihr Lust habt. Zu wem es passt, der bleibt sowieso da, und wenn der nebenbei noch irgendwas macht, ist nicht so schlimm. Im Endeffekt, irgendwann konzentriere ich mich auf die Sachen, die mich 100% weiterbringen, und wenn der das quasi doppelt machen kann, ist ja gar nicht so verkehrt. Ja. Es gibt ja den einen oder anderen, der das relativ erfolgreich macht. Aber das heißt jetzt im Klartext, ich war nachhaken, ich war die letzte Minute jetzt hier, aber jetzt kommt meine Minute ab. Das heißt also, du bist also einer der wenigen, der wirklich sagen hat, Network-Produkte sind gut, benutzt die, ich benutze die auch selber. Ja, das heißt, das erste, wo man, eigentlich denkt man immer, warum tun denn nicht die Network-Firmen auch die Produkte von den anderen Network-Firmen benutzen, wäre doch eigentlich logisch halt, aber die sind ja eigentlich nicht mehr immer auf den Knüpfern. Aber du sagst halt, Network-Produkte sind cool, benutze ich selber. Ja. Also ich benutze einige, benutzt einige. Gibt es gute Produkte, ich probiere viel aus, viel gefällt mir auch nicht, muss ich sagen, ich sage nicht was, aber einige Dinge sind tatsächlich toll, sind brauchbar, praktisch, die kriegst du auch woanders nicht, und deswegen bestelle ich die halt irgendwo auf eine Nummer oder sonst irgendwas. Und aha, das ist gut. Also das wird schon mal eine neue Aussage, sehr gut, weil normalerweise machen die immer so, nein. Naja, wir mussten uns ja auch eben mal so ein bisschen in dieser Network-Welt umschauen, um zu sehen, wir kommen ja eher aus dem Direktvertrieb, um nicht auch zu sehen, wie funktioniert das alles, was machen die gut, machen vielleicht nicht so gut. Und wenn man das so von einer anderen Warte aus bedachte, kann man ein bisschen was rausziehen. Super. Ja, also ich muss sagen, war gut. Also ich merke mir selber, das Thema persönlich hat mich interessiert halt auch. Wie gesagt, ist auch Premiere das erste Mal, dass wir wirklich so offen über ein Geschäft reden, wo ich mir gesagt habe, ist irgendwie interessant, lass mal machen, mal gucken, was rauskommt. Der Zuschauer wird entscheiden, sagen wir immer halt. Ne? Ja. Und schön, dass du da warst halt. Und wie gesagt, schaut Quickies, wir sehen uns wieder, und ich blende am besten nochmal die Webseiten nachher von dir ein, damit die Leute wissen. Ja, nicht zu viel Werbung. Ist okay. Die haben es ja schon mitbekommen, dass hier es um deine Firma geht. Da kann man es auch einblenden. Das kann ich. Ja, weil, warum? Weil ich mir bei Firmengründern sicher bin, dass die noch bei ihrer Firma sind. Wenn ich ein Quickie mache mit dem Network, habe ich immer das Problem, weiß nicht, wo ist der in 2 Wochen wieder, und dann kann ich den Quickie wegschmeißen. Wenn du so ausstrahlst, musst du vielleicht wieder korrigieren. Deswegen sage ich mal, keine Firmen haben, aber Firmengründer ist die Chance, dass du bei ihrer Firma bleibst, sehr groß. Relativ groß, ja. Okay, alles klar. Ciao, tschüss zusammen. Ciao, tschüss.